Was ist los in der besten Liste auf sehr schwierig? Noch mehr Level mit Bögen im Namen sind dazugekommen. Obwohl das eine ist noch von letztem Mal und das hier ist zweimal DJ Guate. Egal. Ist bestimmt nicht grundlos auf Platz 1 und 2. Schauen wir uns das mal an. Diese drei Pünktchen. Ich sehe da immer so ein kleines Gesicht mit zwei kleinen Augen und einem winzigen Mund. Was ist das denn? Wisst ihr, welche Level normalerweise nur so beginnen? Die von Pangea Panga. Naja, es ist nur eine freundliche Erinnerung, dass man da am Anfang nicht stehen bleiben darf. Aber es ist tatsächlich ein Autoscroller. Ein Autoscroller auf Platz 1. Wo ich wieder mal das Problem habe, dass ich nicht sehe, wo ich hinspringe. Ja, weil sich der Bildschirm relativ zum Charakter bewegt. Und man nicht immer gleich ist. Naja, dann heißt das wohl mehr Konzentration für mich. Was macht der? Halleluja. Ah, hier ist Ende. Ich war noch voll im Modus drin. Panik. Ach, da ist ein Kaktus oder ich weiß auch nicht, wie man das nennen will. So ein Busch halt. Der 15 Meter in die Höhe wächst. Und mir das Vorankommen unmöglich macht. Boah, was ist das denn für ein Sprung, ey? Wo geht denn der hin? Das darf ich jetzt raten, er geht nicht zum Indikator. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ja, ich musste den Sprung etwas früher zu Ende bringen und nicht maximal ausreizen, sonst wäre mir der Panzer wieder abgehauen. Da kommt schon wieder einer. Und der räumt hier ordentlich auf. Aber der macht gar nichts. Es hat erst so aus... Als würde der mir die Goombas wegnehmen, aber das Ende war nicht so gedacht. Habe ich zu spät gecheckt und es trotzdem irgendwie hingekriegt. Nicht übel. Naja, ich glaube, man könnte mir das beste Level der Welt vorsetzen, aber wenn es ein Autoscroller ist, dann ist es halt irgendwie immer nur so, na, passt schon. Shells House. 3 von 5 Sternen. Mal schauen, ob sich das auf die Schwierigkeit bezieht oder auf die Qualität. Mich kitzelt es in der Nase. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu komische Geräusche von mir gebe. Die Blütensaison geht schon wieder. Ach, da sind zwei. Die Pollensaison geht schon wieder los. Schöne Zeiten sind das. So, ich mache hier mal einen Full Jump. Nehme mal an, das ist auch das, was man hier machen soll. Oh! Überraschung. Rote Münzen. Clevere Sache. Das ist echt witzig. Wow! Und was hatte jetzt der Swamp da noch zu erledigen? Einfach nur seine Einkäufe. Da wollte mir nichts Böses. Da war noch eine 50er-Coin. Wie gemein ist das denn? Kriege ich die noch? Ich will sie haben. Da ist bestimmt ein unsichtbarer Block oder so. Merci beaucoup. Dann könnte man sie hier sogar jedes Mal ein Leben holen, wenn man stirbt. Also wenn man es denn wenn man es denn bräuchte. Indem man immer durch die Röhre hin und zurück geht. Würde ich wahrscheinlich nicht machen. So, wo geht er hin? Das ist sehr interessant. Die Wand öffnet sich im letzten Moment. Diesmal nehme ich das Ding mit. Oh-oh. Ah, Heiliges, das ist nicht der Moment, um das Trampolin zu werfen. Ich krieg da immer, in mir baut sich so ein komischer Druck auf, ja? Immer wenn ich ein Item mit dabei habe. Mit jedem Sprung erhöht sich dieser Druck, dass ich das Item werfen will. Und irgendwann kann ich ihm nicht mehr widerstehen. Auch wenn es noch nicht der Zeitpunkt dafür ist. Ja, das hat aber auch eine lange Reise vor sich. Hier.
Hier ist ein guter Spot. Mit einem Spike. Nicht mit mir. Was soll das denn? Reise durch Türen und Röhren. Aber das war's noch nicht. Gibt tatsächlich nochmal einen Check. Ah, okay. War mir nicht sicher, was der Indikator anzeigen soll. Aber solange dieser Blind Jump oder generell ein Blind Jump direkt nach dem Checkpoint kommt, ist das ja noch in Ordnung. Moment. Wenn ich jetzt aber alles nicht sehen kann, ist das nicht so optimal. Da war noch ein Indikator, der normalerweise anzeigt, dass man was nach oben schmeißen soll. Das werde ich auch mal tun. Sehr gut. Ah, das ist schon nice gemacht und von da oben kommt ein Mancher runter. Hätt's das gebraucht? Hopp. Ja. Hab das Ziel nicht erwischt, aber es gibt auch so genug Leben. Ja, kann man machen. Platz 3 habe ich schon gespielt, dann geht's weiter mit Revolve. Was steht da in der Beschreibung? Macht das irgendwie Sinn? Ist das grammatikalisch überhaupt zu entziffern, was da stehen soll? Für mich nicht. Vielleicht irgendeinen Slang, den man nur als Insider versteht. Ich will auf jeden Fall eine Rutsche. Also, das hätte das wahrscheinlich einigermaßen aufeinander abstimmen sollen. Ach so, stimmt. Ja, man kann von denen nicht abspringen. Also nicht automatisch. Man muss das selbst tun. Oh, wow. Wurde da nochmal was gepatcht von wegen Hitboxen? Und die wurden jetzt einfach noch schlimmer gemacht? Ja, man muss die Gegner noch weiter oben treffen, sonst... ach, du Schande. Beginnt ein bisschen wie ein Autolevel. Ist auch zum Teil ein Autolevel. Ich muss zumindest nicht springen, aber ich muss andere Dinge machen. Na dann, gucken wir mal, ob ich den Reaktionstest irgendwie bestehe. Solange ich nur Sachen werfen muss, könnt's... Von Panzern abspringen ist echt gruselig. Das funktioniert, da hinten war ein großes N. Ich bin sehr froh, dass ich da nicht hin bin. Man kriegt sogar noch gezeigt. Ist das schön? Diesem Schicksal bist du entgangen, heißt das quasi. Ah komm, hier hätte man doch jetzt mal ein Secret hinmachen können. So ein Leben. Ducken? Das ist echt der ultimative Reaktionstest. Für die Münze muss man wieder aufstehen. Oh, aber das Abspringen ist fies, weil aus irgendeinem Grund, wenn man mit so viel Momentum vom Panzer kommt, dann kann man im Anschluss nicht richtig abspringen. Ist mir jetzt schon zweimal passiert. Yeah. Die Section ist ein bisschen komisch. So, das schießen wir weg. Nicht ohne mich abhauen! Na, das heißt, hier muss ich mich beeilen, sonst wird das nichts. Bis man hier wieder eine Kugel schießen kann, es dauert so lange. Nein, ich hab's verpasst! Das ist echt knapp. Da muss man sich schon anstrengen. Aber dafür gibt es das Ziel. Vorausgesetzt, man hat die Blume behalten. Aber muss man ja sowieso, sonst kommt man... Naja, obwohl, man könnte sich durch die letzte Piranha-Pflanze durchtanken, dann immer noch die Blöcke kaputt machen und dann kommt man auch hierhin ohne die Feuerblume. Lässt er aber nicht zu. Auf Platz Nummer 5... Zeptis Desert Colossus. Team Jamp und Team Shell sind hier vereint. Das kann ja eigentlich nur gut werden. Ach, Miami? Ja. Habe ich eigentlich gut in Erinnerung. Keine Leben für mich. Wie hat das denn bitte gezählt? Es hätte mich umbringen müssen, wie die 20 Male davor auch. Aber wahrscheinlich lag es daran, dass das mal wieder ein gestackter Gegner war und die einfach andere Hitboxen haben. Warum das so ist,
Wir werden es nie erfahren. Nein! Wieso funktionieren die denn nie? Verlässlich, Mann! Ach so, direkt? Das kann ich auch nicht voraussagen. Wie sich die verhalten, die großen Panzer, wenn man sie auf die Art und Weise trifft. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wie eng der Schacht ist, in dem die feststecken. Aber es ist halt echt gefühlt jedes Mal anders. hierhin? Oh mein Gott, ich wollte schon wieder das Trampolin wegschmeißen. Ich hab das echt überlebt. Ich hätte es schaffen können. Das ist aber auch Absicht, dass man da stehen kann, oder? Sonst wäre die Stelle ja irgendwie... Na, no! Es ist so unglaublich schwer, mit R von einem Trampolin abzuspringen. Das ist so unglaublich schwer. Und in Leveln, in denen ich das machen muss, brauche ich jedes Mal mindestens 20 Versuche, bis es hinhaut. Was ist hier? Passiert jetzt einfach so, als Unfall. Habe ich hier jetzt was ausgelassen? Es hat sich so angefühlt, als hätte ich was ausgelassen. Dieser eine Panzer hat sich nicht mehr bewegt. Soll er wohl auch nicht. Okay. Ah, okay. Ja, ich sehe schon wieder Trampoline. Diesmal darf ich es auch sofort werfen. Das ist... Oha! Sehr freundlich. Aber ich krieg's nochmal in die Hand. Ha! Ich werfe, ich treffe und ich bin raus. Zilio? Was gibt's denn hier alles? Leben ohne Ende? Und sonst nichts? Vielleicht noch ein Yoshi? Nö. Also gut. Schon wieder DJ Guate? Irgendwie reicht mir das jetzt mit DJ Guate. Das hier sieht wesentlich interessanter aus. Fractal goes to IKEA. Ist das eigentlich erlaubt? Ist ja eine Marke. Darf man die so einfach benutzen? Es wird bestimmt bald gelöscht. Spiele ich, solange es noch vorhanden ist. Ja. Ist das das heutige Thema? Es hat ja immer so ein bisschen ein Thema, wenn ich die Trends spiele. Heute ist es wohl, dass ich... dass ich einfach schlecht spiele. Das ist das Thema heute. Und Gegner hitboxen. Mhm. Bin noch am Rätseln, was das hier mit IKEA zu tun hat. Vielleicht einfach nur die Farbgebung. Letztes Mal, als ich beim IKEA war, habe ich keine Wiggler gesehen. Vielleicht sind das auch die Angestellten. Mhm. Was ist das eigentlich für ein Nachtthema? Ich fühle gar nichts. Ich fühle nichts. Ja, weder ich noch die Items sind irgendwie anders. Sollten die sich nicht eigentlich anders verhalten? Was ist denn das für ein Sprung? Da ist extra ein One-Way, damit es so aussieht, als könnte man sich da dran entlang schrubben. Dabei geht das gar nicht. Man muss hier wohl ein bisschen nach... Ja, irgendwie nach außen weg und wieder zurück. Es ist eine Falle. Das One-Way will einen nur in Sicherheit wiegen. Die wuseln da rum, wie die Kakerlaken. Achso, wollte gerade... Da ist das Ziel? Das hätte mich jetzt fast so überrascht, dass ich gestorben wäre. Muss man sich mal vorstellen. Moon Goombas? Schon wieder so ein Schwerelosigkeitsdingens. Naja, von mir aus. Da steht allerdings, die Gravitation hat keinen Einfluss auf die Moon Goombas. Soll ich das glauben? Ach so, so ist das gemeint. Die schweben, ja klar. Ich habe mir jetzt irgendwie drunter vorgestellt, dass die Levelphysik nicht auf die Goombas angewendet wird, aber... Wie gesagt, das wäre ja Unsinn.
Vorsicht, Momentum. Moment! Was ist das denn? Ach so. Da muss man sich hier ja beeilen. Kommt selten vor. Wie ist denn das gedacht? Als ob ich nicht noch mal die Zeit hätte, irgendwo zwischenzulanden, weil die Plattform ist so schnell weg. Das allein schon ist so knapp. Okay, man kommt direkt rüber. Man muss die an der Stelle gar nicht nochmal erwischen. Macht Sinn. War aber ein bisschen komisch aufgebaut, oder? Bin ich bestimmt nicht der Einzige, der da drauf reingefallen ist. Ah, la 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 la. Ducken. Immer wichtig. Sehr nett, wie der Goomba da entgegenschwimmt. Und den Sprung ein bisschen einfacher macht. Ha-ja! Zwischen zwei Eiszapfen geht's in die Röhre rein. Mhm. Siehst du, wenn man alles... Boah. Wenn man alles auf Anhieb checkt, dann ist es auch gar nicht so schwer. Das ist eigentlich meistens der Fall. Dieses Momentum. Ich meine, die Plattform, die bewegt sich da mit maximal 5 km/h. Oh, das war's noch nicht. Uff! First try, letzter Abschnitt. Nein. Ich habe den Knick nicht einberechnet von der Schiene. Diesmal aber, es wäre der letzte Sprung gewesen, Mann. Ein Gesicht aus Münzen. Werden die jetzt freigelassen und auf mich gehetzt, die Giftpilze? Was ist auf Platz Nummer 10 schon? Achso, ich habe einige übersprungen, die ich schon letztes Mal gespielt habe. Spiny Spinner von Blue Yoshi. Jeder Sprung ist ein Spin Jump. Das ist gut. Da komme ich schon nicht durcheinander. Ja, manchmal werden die... Es ist ein Autoscroller. Da wollte ich gerade ein gutes Wort verlieren. Und dann sowas. Nein, Spaß. Ich mache einfach mal, oder? Ich gehe einfach weiter und hoffe, dass das hier überall, wo ich hinspringe, auch ein Platz für mich zum Landen existiert. Das ist tatsächlich so. Ja! Ich finde hier in SMW Untergrund, das ist einer so der Spielstile, wo man die Spikes am wenigsten gut sieht, weil die sich halt durch die Farbgebung sehr gut ins Level einfügen. So, was war jetzt hier? Muss ich auf dem stehen bleiben? Muss ich? Heia! Halleluja. Ja, das ist aber sehr nice gemacht. Und hier werden sie gekillt. Es ist eine Spiny-Vernichtungsmaschine. Halt, stopp! Wie einfach blind ins offene Messer rennt. Oder in die offene Stachelkugel. Ich mag das, wenn die Türen nicht einfach so wie hier jetzt vorm Hintergrund platziert stehen. Weil wo geht man dann durch, frage ich mich immer. Oh. Ja, die Tür steht einfach nur da. Ist das eine magische Tür, die, wenn man sie öffnet, so ein Zauberbereich hinter sich hat und einen dann wegteleportiert? Vermutlich. Wird eigentlich Sinn machen. Nein, das ist der zweite. Der zweite springt erst nach oben. Boing. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet. Trotzdem sind die Spinies leicht hinterher. Oh. Mhm. Holla. Ich sehe nichts.
Gott, was war das denn? Das ist witzig gemacht, wie der eine Spiny da mit dem Fallschirm ankommt, damit er mit dem richtigen Timing in die andere Richtung läuft. Heppa. Warum sind diese Sägen so einschüchternd? Please. Ich finde das Level ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ich würde es jetzt gerne schaffen. Ich hoffe. Wenn ich hier jetzt noch einen Spiny hätte treffen müssen, genau. Aber nein. Thanks. Ich werde nicht von einem random P-Switch abgeblockt und fall noch in den Spiny rein. Auch sehr nett. Aber wie gesagt, kleines bisschen eintönig. Nun denn, dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.